Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich möchte ein Haus malen. Cool, mit einem Garten? Nein, mit einem Stift. Spielt Satz und Sieg für die Sechsjährige. Wofür stehst du morgens auf? Um die Welt zu retten? Um die Menschen glücklich zu machen? Um nicht ins Bett zu pinkeln? Durchschnittlich 11 Pizzen isst der Deutsche pro Jahr. Okay, ich war Ende Januar damit fertig. Bei Olli und mir heißt das Wochenende. Ja. Was sitzt auf dem Baum und winkt? Ein Huhu. Und was sitzt daneben und weint? Eine Heule. Wenn mir langweilig ist, lege ich beim Aldi eine Tomatensaftspur von der Kundentoilette bis zum Tamponregal. Ist das ja die Selbsthilfegruppe für Menschen, die... Nein! ...immer vorschnell verneinen? Ach so, doch. Hallo, mein Name ist Vincent. Oder einfach nur Vin, dann sparst du dir jedes Mal einen Cent. Wie nennt man einen mexikanischen Geldeintreiber? Speedy Gonzales. Also, ihr veganer Imbiss gefällt mir ja, aber mit Städtischen wär's echt viel netter. Da ist ein Blumenladen. Meine Frau ist neulich beim Kartoffelnholen die Treppe runtergefallen. Oha, und was hast du dann gemacht? Nudeln. Anrufbeantworter setzen mich immer so unter Druck, dass ich nach dem Piepton oft einfach weine, weil ich mit der Situation überfordert bin. Mein Vater erwischte mich gestern, während ich einen Dreier hatte. Er hat mich gefragt, ob er mitmachen darf. Das ist doch krank, das sind seine Töchter. Das ist eine Hochsicherheitsanlage. Hier haben nur 3 Menschen weltweit Zutritt. Hallo, wir sind von Galileo. Hereinspaziert. So Leute, ab heute bin ich Organspender. Nach meinem Tod kann sich ein Elefant über einen neuen Rüssel freuen. Ich habe da mal eine Frage. Gibt es eigentlich nur diese Holler oder gibt es noch andere Waldfeen? Getreide ist eigentlich nur knuspriges Bier. Sie? Warum laufen Sie eigentlich die ganze Zeit hinter mir her? Jetzt, wo Sie sich umdrehen, frage ich mich das auch. Wie viele hochtalentierte Ärzte haben wir wohl verloren, weil sie in Deutsch eine scheiß Gedichtanalyse schreiben mussten? Erst unbedingt Sushi probieren wollen und dann rumheulen, wenn das Aquarium leer ist. Kinder, ey. Wo geht ein gestresstes Eichhörnchen hin? Ins Wellness-Center. Wovon lebt ein Eichhörnchen im Winter? Von seinen Ersparnissen. In Deutschland gilt man als arm, wenn man aus einer Schulter wächst. Im Bus furzen. 4 Leute drehen sich um. Sich vorkommen wie bei Voice of Germany. Machen Sie Extremsport? Ab und zu widerspreche ich meiner Frau. Ein Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag. Hi, ihr könnt mal eben schnell meinen Algorithmus unterstützen, indem ihr diesem Video einen Daumen rauf gebt, einen Kommentar schreibt oder dieses Video euren Freunden schickt. Links könnt ihr abonnieren, rechts geht's direkt zur nächsten Folge. Viel Spaß!